Wolfsburg ist die Situation ja sehr kompliziert. Also ist ja in den letzten zwei Jahren ist ja die gesamte Struktur der Mannschaft zerstört worden. Und wenn ich nur sehe, wer jetzt am Freitag auf der Bank gesessen hat, alle Neueinkäufe, Bruma, das sollte der Abwehrchef werden, Gomez, das sollte der neue Sturmführer werden, die neuen Talente, Gerhard, Bazouer, die für unglaublich viel Geld verpflichtet worden sind. Ich kann überhaupt keine Struktur in der Mannschaft erkennen. Und dafür ist natürlich schon der Trainer verantwortlich. Da wird mal mit Dreierkette gespielt, mal mit Viererkette. Dann spielen Spieler wieder plötzlich auf irgendwelcher Position, wo sie noch nie gespielt haben. Also da kann man sich schon auch kritische Fragen mal erlauben. Auch in Person von Olaf Rebbe, der das ja, sagen wir mal, von Klaus Allofs übernommen hat, dieses Ganze, der sehr eng dran war. Und deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung, dass er das auch dementsprechend so artikuliert hat. Die Frage ist, entscheidet er es überhaupt? Oder in welchem Gesamtkonstrukt wird es denn da beim VfL entschieden? Und da, glaube ich, muss man heute ein klares Statement abgeben. Wir gehen mit dem Trainer die Saison bis zum Ende durch oder wir müssen reagieren. Also jetzt so, wir gucken mal noch zwei Spiele, das wird nicht zum Erfolg führen, weil die Mannschaft intern ja selber keinen Halt hat. Da spielt der Gustavo mal in der Innenverteidigung, dann spielt er auf der Sechs, dann spielt der Tresch gar nicht. Gestern hat er im Mittelfeld gespielt, sollte rechten Verteidiger. Also wo ist da eine Struktur erkennbar, mit der die Mannschaft auch irgendwie mal arbeiten kann? Jede Woche ist was Neues und deswegen glaube ich schon, dass man den Trainer schon kritisch hinterfragen kann. Heißt das wenn es so darstellt, heißt das für dich, eigentlich hat er schon alles ausprobiert, es funktioniert aber gar nichts? Ja, es hat sehr viel ausprobiert. Alle Maßnahmen in der Winterpause hat der VfL Wolfsburg über 30 Millionen Euro noch mal investiert. Und ich war beim ersten Rückrundenspiel dann im Januar da. Da war die Stimmungslage nach der ersten Halbzeit war so, boah, wir haben 35 Millionen ausgegeben und wir spielen den gleichen Mist weiter. Was passiert denn hier eigentlich? Und dafür ist natürlich schon auch der Trainer verantwortlich, da auch ein Konzept zu haben, wie geht es denn weiter? Und auf so einem Spiel aufzubauen oder auch aus anderen positiven Erlebnissen, das erkenne ich überhaupt nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich die Frage stellen kann, ist der Trainer derjenige, der den VfL retten kann in dieser Saison? Denn nicht, um nichts anderes geht es mehr. Und ich bin immer ganz vorsichtig, wenn ich aus den Mannschaftskreisen dann immer höre, der Trainer, der hat eine super Ansprache zu uns und das ist ein netter Kerl. Boah, damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Das ist für mich eigentlich ein Zeichen, boah, also ob man da noch im Erfolgsdenken auch kritisch miteinander umgeht. Und nochmal, entweder jetzt eine Entscheidung vor den beiden Auswärtsspielen oder sie gehen halt sehenden Auges in Liga 2. Ich glaube aber, dass im Hintergrund gerade gesucht wird nach Alternativen zu Valerian Ismael und dass da in den nächsten ein, zwei Tagen was präsentiert wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Ausrichtung. Wir entlassen nicht den einen Trainer und haben keinen neuen, sondern wir entlassen den einen Trainer und präsentieren direkt den anderen. Ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird. Mhm.